Unbequem, unberechenbar, unverschämt, unverzichtbar oder untragbar. Das sind alles Beschreibungen, die auf meinen Gast am Donnerstag in Neuss bei Neustädter passen könnten. Hans-Peter Martin, der EU-Abgeordnete, wird bei mir sein. In letzter Zeit ist es ja eher ruhig geworden um den, wie es oft geheißen hat, streitbaren EU-Rebellen Martin. Im Frühling gab es kleine Schlagzeilen, weil Martin die Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen forderte. Dabei ist es gar nicht so lange her, dass Hans-Peter Martin eine große Nummer war in der österreichischen Europapolitik. Zur Erinnerung, bei der EU-Wahl 2009 erreichte seine Liste 17,7% der Stimmen und 3 Parlamentssitze. Die politische Karriere von Hans-Peter Martin ist aber auch immer wieder von massiven Streitereien geprägt. Immer wieder gab es solchen Krach mit seinen Listenkollegen, dass es zum endgültigen Bruch kam. Was hat Martin vor? Was kommt im nächsten Jahr 2014, wenn wieder EU-Wahlen sind? Was sagt er zum laufenden Nationalratswahlkampf? Was sagt ein Insider wie Martin zur Zukunft und zum Zustand der EU? Unverzichtbar oder untragbar? Hans-Peter Martin, zu Gast in Neuss bei Neustädter am Donnerstag, 13 Uhr, Radio Vorarlberg.